In diesem Video schauen wir uns 5 Funktionen an, die die KeePass-Bedienung einfacher machen. KeePass hat eine Option, die es ermöglicht, nach jeder Änderung eine automatische Speicherung auszulösen. Das stellt sicher, dass keine Daten verloren gehen, wenn zum Beispiel das Betriebssystem heruntergefahren wird oder man die KeePass-Datenbank ohne zu speichern schließt. Beim Autotype sollte man Wildcards einsetzen. Diese Wildcards stellen sicher, dass Autotype-Einträge bei verschiedenen Browsern funktionieren. Setzt man ein Sternchen hinter einen Eintrag, matcht dieser trotzdem mit dem Browsertitel, auch wenn dahinter Chrome, Firefox oder sonst irgendwas steht. Das heißt, das ist über alle Browser hinweg dann kompatibel. Im URL-Feld kann man Kommandozeilenbefehle des Betriebssystems im Falle von Windows einfach mit cmd:// anfangen, eingeben und diese dann sogar bestücken mit den Feldern, die KeePass anbietet oder halt auch mit eigenen Feldern. Wie hier zu sehen, kann ich hier zum Beispiel meinen PuTTY-Login automatisieren. Da sind wir auch schon beim Thema eigene Felder. Wem die Felder Benutzername und Passwort nicht ausreichen, der kann eigene Felder definieren und die dann auch als Variablen beim Autotype zum Beispiel benutzen. Möchte man Einträge zum Beispiel vorausfüllen mit bestimmten Informationen oder hat man Einträge, die man immer wieder braucht, dann kann man Vorlagen anlegen und erspart sich so unnötige Tipparbeit. Welche Funktionen an KeePass findet ihr noch ganz praktisch? Schreibt es mir doch in die Kommentare.